Ich liebe diese kleine Geschichte von Maria und Martha und Jesus. Immer wenn Jesus unterwegs war nach Jerusalem, dann stoppte er mit seinen Jüngern in dem kleinen Dorf Bethanien und besuchte Freunde. Maria und Martha und ihren Bruder Lazarus. Und ich finde es sehr beeindruckend, dass Jesus wirklich Freunde hatte, menschliche Freunde. Ich meine, seine Jünger waren eher seine Schüler, aber die Bibel sagt, dass Jesus sie richtig lieb hatte, Maria und Martha und Lazarus. Und so besuchte Jesus auch an diesem Tag wieder die beiden Schwestern. Von Lazarus ist jetzt in dieser kleinen Geschichte nicht die Rede. Und es ist ganz interessant. Martha lässt Jesus rein und dann fängt sie an, in der Küche alles vorzubereiten. Sie denkt, das Wichtigste ist doch, dass Jesus jetzt was Tolles zu essen kriegt und seine Jünger. Und so wird sie gebacken und gekocht und Tee aufgesetzt und Kaffee gekocht haben, damit Jesus und seine Jünger was Tolles zu essen haben. Und Maria, die Schwester, setzt sich zu Jesus ins Wohnzimmer und sie hängt an seinen Lippen und sie hört ihm zu, was er zu erzählen hat. Und sie genießt einfach jeden Augenblick, jede Sekunde mit Jesus. Martha wird langsam ein bisschen nöckelig. Sie kommt aus der Küche ins Wohnzimmer und sie ist sehr, sehr wütend, weil sie alles alleine machen muss. Aber sie wendet sich nicht an ihre Schwester, sondern sie wendet sich an Jesus und sagt, Jesus, findest du das nicht unverschämt, dass meine Schwester hier einfach faul rumsitzt und mich die ganze Arbeit alleine machen lässt? Ja, und wir denken, eigentlich hat sie recht. Eigentlich könnte Maria wirklich ein bisschen mithelfen, oder? Und jetzt reagiert Jesus und sagt, Martha, Martha, du machst dir so viel Arbeit, du machst dir so viel Mühe. Aber Maria macht es richtig. Sie hat das bessere Teil gewählt. Sie sitzt hier bei mir und sie hört mir zu. Das ist richtig. Ja, und ich frage mich, kommen wir auch vor in dieser Geschichte? Könnte es sein, dass wir, ja, wie Maria, Zeit haben für Jesus? Oder sind wir eher wie die Martha, die Jesus irgendwann mal reingelassen haben in ihr Leben, aber seitdem eigentlich die ganze Zeit beschäftigt sind? Kann es sein, dass wir Jesus einmal eingeladen haben, in unserem Leben zu sein, aber seitdem einfach die ganze Zeit rödeln? Ich habe gar keine Zeit, Jesus in der Bibel zu lesen, zum Gottesdienst zu gehen, zu beten, weil ich so beschäftigt bin. Ich muss so viele Dinge tun. Ich muss meine Predigt schreiben. Ich kann nicht Bibel lesen und beten. Kann es sein, dass wir ein bisschen sind wie die Martha? Und könnte es sein, dass Jesus uns auch sagt, mach so wie Maria, setz dich doch zu meinen Füßen, begegne mir, nimm dir Zeit. Ich habe für mich etwas entdeckt, was mir sehr hilft. Ich lese, es ist überhaupt nichts Spektakuläres, ich lese im Moment in einer englischen Bibel. Das ist nochmal ganz spannend, in englischer Sprache die Geschichten zu lesen, die ich eigentlich schon so gut kenne. Sie sind mir eigentlich so vertraut in deutscher Sprache, aber in der englischen werde ich nochmal aufmerksam auf Wörter, auf Sätze und sie sprechen mich nochmal ganz anders an. Und ich nehme immer einen kleinen Abschnitt, am liebsten aus den Evangelien, wo O-Ton von Jesus ist. Und dann denke ich einen Moment über diesen Bibeltext nach. Und danach nehme ich mein kleines Büchlein, Gebete. Und da schreibe ich meine Gebete auf. Und ich mache das auch immer nach demselben Schema. Zunächst ein kleines Lob Gottes, wo ich auch stehe, du warst schon da. Was ich auch fühle, du bist mir nah. Ein kleines Lob, wer ist das, zu dem ich jetzt gerade spreche? Dann kommt als nächstes Bekenntnis. Ich schreibe auf, was ich so auf dem Herzen habe, was ich vielleicht wieder versäumt habe, wo ich Gott enttäuscht habe, wo ich vielleicht schuldig geworden bin Menschen gegenüber. Ich bekenne das. Das nächste ist wieder ein B, wie bedanken. Ich bedanke mich. Ich schaue auf die letzten
Wochen, auf die letzten Tage zurück und gucke, wofür kann ich Gott dankbar sein? Was hat er getan in meinem Leben? Wofür, ja, möchte ich mich bei ihm bedanken? Und erst das Letzte, das ist wieder ein A. Das sind die Anliegen, die Bitten. Und dann schreibe ich alle meine Bitten auf. Und wenn ich diese vier Punkte aufgeschrieben habe, A, Anbetung, B, Bekennen, B, Bedanken und A, Anliegen, dann lese ich dieses Gebet noch einmal ganz und spreche es wirklich dann als Gebet zu Gott. Meine Gedanken gehen dann nicht spazieren, ich bin sehr konzentriert. Mir hilft das sehr. Und für mich ist das die intensivste Zeit, die ich so mit Jesus habe. Es ist die Zeit, die Maria zu Jesu Füßen hatte. Und mir hilft es. Und vielleicht ist es auch eine Möglichkeit für euch, in dieser hektischen und schnellen Welt einmal einen Moment aufzuhören zu rödeln und sich zu Jesu Füßen zu setzen und still zu werden und ihm zu begegnen.